Eigentlich wäre ich heute in einem Kindergarten, in einer Schule oder in einem Pflegeheim. Denn es ist der Vorlesetag. Und viele Menschen machen sich dann auf den Weg, um vorzulesen aus Büchern. Ich finde das herrlich, denn Bücher sind wie Schatzkisten. Man greift rein und weiß nicht, was man bekommt, aber es ist immer wunderschön. Da ich nicht darauf verzichten möchte, habe ich gedacht, wir machen den Vorlesetag dann auf diesem Wege. Und ich habe ein Buch mitgebracht, nämlich den Duden, mein dickes Geschichtenbuch für die dritte Klasse. Und ich würde gerne vorlesen eine Geschichte über Jungen und Mädchen, die zusammen unter anderem Sport machen und ein Abenteuer erleben. Und die Geschichte heißt Der Pokal ist weg von Jutta Wilke mit tollen Bildern. Und die Geschichte beginnt mit der Überschrift Die Mannschaft. Ja! Paul ist ausgewählt worden. Er reißt die Hände in die Höhe und hält Leo seine Hände dann zum Abklatschen hin. Schon nächste Woche soll das große Handballspiel stattfinden. Einmal im Jahr spielt eine Klasse aus der Einstein-Schule gegen eine Klasse aus der Kästner-Schule. In diesem Jahr ist Pauls Klasse dran. Paul ist stolz, dass er zusammen mit seinem Freund Leo in die Mannschaft gekommen ist. Außer ihnen hat der Sportlehrer Herr Gemmel bereits Lukas und Mats aufgestellt. Jetzt sind sie schon zu viert. Eine richtige Handballmannschaft besteht aber aus 6 Spielern und einem Torwart. Es fehlen also noch 3. Paul ist gespannt, wen Herr Gemmel noch auswählen wird. Der Sportlehrer lässt seinen Blick über die übrigen Kinder schweifen. Anne! Ruft er dann. Paul reißt die Augen auf. Anne? Ein Mädchen? Entsetzt guckt er seinen Sportlehrer an. Sarah! Ruft Herr Gemmel. Und noch Maike! Paul stöhnt. Wenn Mädchen mitspielen dürfen, hat die Mannschaft überhaupt keine Chance. Ausgerechnet Maike. Maike ist so klein, dass sie von allen nur Mücke genannt wird. Was hat denn eine Mücke in einer Handballmannschaft zu suchen? Herr Gemmel wirft ihnen einen Ball zu. Dann wollen wir mal, sagt er. Wir haben ja schon öfter Handball gespielt. Die Regeln kennt ihr also. Maike, du spielst im Tor. Paul ist fassungslos. Mücke soll im Tor spielen? Dann werden sie das Spiel auf jeden Fall verlieren. Und er hat sich doch schon so auf den Wettkampf gefreut. Mücke geht zum Tor. Die anderen Kinder sollen der Reihe nach auf das Tor werfen. Anne wirft als Erste. Sie versucht, den Ball in die linke untere Ecke zu werfen. Mücke springt ein Stück aus dem Tor heraus und fängt den Ball mit beiden Händen. Jetzt ist Mats dran. Mit Schwung wirft er den Ball zum Tor, aber auch diesen Ball hält Mücke. Paul tritt nach vorne. Na warte, denkt er. Und dann wirft er so hoch, dass der Ball auf jeden Fall über Mücke hinweg ins Tor fliegen muss. Mücke bleibt einfach stehen. Paul will schon jubeln, aber sein Ball prallt an der Latte ab und fliegt zu ihm zurück. Ein bisschen tiefer, Paul, korrigiert Herr Gemmel und Paul bekommt einen roten Kopf. Auch die anderen werfen auf das Tor. Paul muss zugeben, dass Mücke wirklich eine gute Torhüterin ist. Sie ist zwar klein, aber dafür springt sie sehr schnell von einer Ecke in die andere. Auch die anderen Mädchen spielen besser, als Paul dachte. Ah, vielleicht haben sie ja doch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Schluss für heute, ruft Herr Gemmel und pfeift kurz auf seiner Trillerpfeife. Puh, das Training war ganz schön anstrengend. Schwitzend und mit roten Köpfen verlassen die Kinder die Turnhalle. Als Paul aus der Umkleidekabine kommt, sieht er die anderen im Vorraum der Turnhalle stehen. Ehrfürchtig betrachten die Schüler den goldenen Pokal, der dort in einer Vitrine ausgestellt ist.
Zweimal wurde der Pokal jetzt schon von Pauls Schule gewonnen. Zweimal. Wenn Sie in diesem Jahr wieder gewinnen, dann dürfen Sie den Pokal endgültig behalten. Leon pfeift durch die Zähne. Leute, wir müssen das Ding unbedingt gewinnen, sagt er. Ha, den nimmt uns doch keiner mehr ab, sagt Mats großspurig. Bist du dir da so sicher? Fragt Sarah. Wisst ihr denn, wie die von der Gegenmannschaft spielen? Macht Mats und auch die anderen murmeln etwas Ausweichendes. Anne schaltet sich ein. Na, dann sollten wir es am besten herausfinden, sagt sie. Die Kinder starren Anne an. Paul fängt sich als Erster. Du meinst, wir sollen die ausspionieren? Anne nickt. Genau das meine ich, sagt sie. Zwei von uns sollten zur Kästnerschule rüberradeln und gucken, mit wem wir es zu tun haben. Leon schüttelt den Kopf. Wer bitte soll denn so doof sein und das tun? Fragt er. Anne grinst. Vielleicht du und Paul, antwortet sie. So endet das erste Kapitel. Aber es geht spannend weiter, denn der Pokal verschwindet. Ob er sich dann wiederfindet, das müsst ihr selbst rausbekommen. Also einfach lesen. Dieses Buch oder andere am Vorlesetag übrigens nicht nur dann, denn Lesen ist einfach etwas Wunderbares. Viel Spaß!